Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Natos und wir sind immer noch tief unter Tage und versuchen uns einen Weg zu sprengen zu Energiekristallen. Weil Erz, 73 Erz haben wir echt eine Menge, aber uns fehlen Energiekristalle und wir finden einfach keine. Ich hoffe mal, dass wir weiter hier lang sprengen können und vielleicht auf die andere Seite von diesem Flöz kommen oder so. Energiekristallflöz. Das wäre schon sehr praktisch, weil wir haben einen Energiekristallflöz und noch einen. Aber wir kommen nicht hin und wir können nichts bauen, weil wir Energiekristalle brauchen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Hier ist der nächste mit seinem Sprengstoff. Schauen wir mal, wo er hinlaufen will. Diesmal nicht anklicken, nicht, dass das wieder abbricht. Oh, jetzt schnell laufen. Lauf, 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 lauf. Wo läufst du denn hin? Ah, du bist doch gleich weg. Ah. Wieder kein Energiekristall. Das gibt's ja nicht. Gehen uns langsam bald die Rock Raider aus. Haben wir denn hier was gefunden? Abraumgestein. Jawohl. Aber sonst noch nichts. Dann sprengen wir uns mal hier weiter. Das schaut doch so aus. Einer im Berg. Das könnte doch. Könnte doch, könnte doch, könnte doch. Hoffentlich unsere Lösung der Probleme sein. Nicht, dass uns hier langsam die Rock Raider ausgehen. Versorgungsstation. Ja, genau. Alle Mann auf ihre Posten. Alle Mann auf ihre Posten. Okay, er bringt es zurück. Die bauen hier schon mal ab. Können wir denn das ein bisschen höher setzen? Wichtigkeitsstufe erhöhen. Machen wir das so rum. Und dann bleiben sie hoffentlich in Zukunft nicht mehr am Abraumgestein hängen, sondern können schön weglaufen. Soweit der Plan. Wenn nicht, dass uns jetzt noch die Rock Raider ausgehen hier. Jetzt schauen wir erstmal, was hinter dieser Wand ist. Hartes Gestein. Ja, komm, schafft das heute noch. Sehr gut. Lauf, nicht schaufeln. Lauf, lauf, lauf. Ah, oh, knapp. Oh, und kein Energiekristall. Aber du kannst hier erstmal schön schaufeln. Alles, was weg ist, ist weg. Rock Raider. Schaufelt das gleich auch weg. Du lässt das bitte fallen und schaufelst das hier weg. So, dass wir beim nächsten Mal nicht mehr so viel Leben verlieren, sondern rechtzeitig wegkommen. Soweit der Plan. Schauen wir mal, ob das auch so aufgeht. Also Erz haben wir echt viel. Ah, dich können wir sprengen. Machen wir doch. Genau, nachdem der hier weggeschaufelt hat, lassen wir den hier noch schaufeln. Dann sollte dem Sprengen hoffentlich nichts mehr im Wege stehen. Oder das machst einfach du. Du schaust noch ein bisschen fitter aus. Nehmen wir dich doch dafür her. Unser kleiner Transporter fährt noch fleißig rum. 15, 15. 20, 20. Und hier auch noch. 20, 20. Ja. Jetzt fehlt uns wirklich nur noch Energiekristall. Ein Energiekristall. Oh, da kommt schon der nächste. Sehr gut. Gut, dass wir das vorher weggeräumt haben. Und er hat auch noch viel Leben. Das heißt, hoffentlich überlebt er das auch. Massiver Fels. Nein, lauf! Was machst du denn da? Und? Massiver Fels. Es gibt's doch nicht, dass hier nirgendwo Energiekristalle sind. Und da sind wir schon am Ende der Karte. Tja, dann sprengen wir dich. Dich räumen wir weg. Ich würde sagen, wieso kann ich dich jetzt nicht anklicken? Hallo? Dich kann ich anklicken. Fallen lassen. Abraum wegräumen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen aufpassen auf unsere Rock Raider. Da läuft schon einer. Aber der ist wahrscheinlich für hier oben. Hier können wir nicht sprengen, hier können wir nicht sprengen. Wir können natürlich hier noch lang, aber das will ich ja nicht. Aber vielleicht können wir uns bis dahin schon mal hinsprengen. Das sehen wir gleich. Gleich sind wir ja am Ende. Und sprengen uns einfach schon mal bis dahin. Und benutzen ihn einfach noch nicht. Bringen ihn quasi noch nicht zurück zur Basis. Du läufst da oben hin, ja. Das hier liegt hier noch so einsam rum. Mit so viel Erz könnten wir eigentlich...
Weil wir eh nichts Besseres zu tun haben damit. Einen Weg bauen. Ich meine, warum nicht? Wir haben's ja, Dicke. Lass die Leute doch mal ein bisschen Weg bauen. Vielleicht sind sie dann ein bisschen schneller hier unterwegs. Hier könnten wir auch rüberbauen mit einem Abstecher. Dann verbrauchen wir auch ein bisschen was von unserem 91 Erz. Bald haben wir 100, ey. Schauen wir erstmal, wer sprengt zuerst? Ah, wahrscheinlich er hier, wenn er sich nicht ständig ausruht. Massiver Fels. Massiver Fels. Ja, komm. 3, 2, 1. Energiekristall. Oh. Okay, und beim anderen anscheinend auch nicht. Rock Raider. Einmal fallen lassen, bitte wegräumen. Was haben wir denn hier oben gefunden? Hier können wir entlang sprengen. Hier können wir wegräumen. Haben wir denn einen Rock Raider gerade in der Nähe? Du läufst doch hier so einsam fleißig rum. Komm doch mal mit daher, bitteschön. Einmal wegräumen hier. Jawohl. Kann ja nicht sein, dass wir hier nirgendwo Energiekristalle finden. Stromverbindung. Das kann es ja nicht sein hier. Stromverbindung. 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 Oh, hier hat er gleich 3 Erz abgelegt. Ah ja, das ist wahrscheinlich er hier, ne? Der kann nur alle auf einmal. Okay. Sei es drum. Wo läufst du denn hin mit dem... Hast du das von oben geholt? Ah ja, du räumst auf. Ah ne, doch nicht. Du sprengst gleich. Sehr gut. Ist hier oben schon weggeräumt. Du machst hier Pause? Nein. Wegräumen. Abraumgestein. Wegräumen? Hallo? Rock Raider. Lauf doch mal hierher. Abraumgestein. Sonst wirst du gleich mit weggesprengt hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit meine ich nicht schimpfen oder so, sondern wirklich sprengen. Lauft! 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 Okay, das ist aber schon sehr schnell explodiert. Massiver Fels. Massiver Fels. Können wir mal ein bisschen rumgucken. Ja, da können wir immer noch sprengen. Warum machst du denn nichts? Warum machst du das hier nicht weg, bitte? Massiver Fels. Massiver Fels. Tja, ich befürchte fast, wir müssen langsam uns darüber bewegen und das ansprengen. Ah, sie haben immerhin schon langsam gebaut, ein bisschen. Stromverbindung. Stromverbindung. Was macht er denn hier die ganze Zeit? Erz aufladen, abladen. 102 Erz. Oje. Er steht hier schon wieder nur rum. Abbauen. Oder weglaufen. Dann räumst du das eben weg. Warum das gerade so schnell explodiert, das weiß ich auch nicht, ne? Der hat ja nicht mehr runtergezählt, oder? Das war ja hingelegt, bumm, weg. Immerhin können wir jetzt ein paar neue holen. Das machen wir doch gleich mal. Aber die müssen wir natürlich wieder neu ausbilden. Weil die können ja nichts. Die können noch nichts. Stromverbindung. Stromverbindung. Ah, die bilden sich gleich selber aus. Ja, so gefällt mir das doch. Du kannst dich gleich nochmal ausbilden. Und du auch gleich. Jetzt haben wir natürlich den fittesten überhaupt. Ne? Der ist quasi schon tot. Hat kein Essen. Stromverbindung. Oh weh, der wird ewig brauchen, bis er da oben ist. Optionen. Optionen. Schön, dass du hier oben rumstehst. Kannst du denn noch was machen? Sprengmeister bist du schon, dann verbessere dich einfach mal. Vielleicht bist du dann noch wieder arbeitswillig. Immerhin ist er jetzt ein bisschen schneller auf diesen Stromverbindungen. Auch wenn nicht wirklich schnell. Wo ist denn Bauen eigentlich in unserer Warteschlange? Ah, er ist ganz hier unten. Okay. Bohren. Eigentlich müssten sie aber ja dann langsam bauen.
Ah, hier sind schon wieder lauter Arbeitslose. Was war das? Einfach alle verbessern. Verbessern. Schön, wie sie hier lauter Hampelmänner machen. Ja, schaut schon gut aus. Stromverbindung. Stromverbindung. Du stehst hier alleine rum. Bist schon Sprengmeister? Bist auch schon voll ausgerüstet? Dann ess doch was. Stromverbindung. Ich weiß zwar nicht, jetzt hat er immerhin irgendwas, aber ja. Wo ist denn unser Sprengmeister? Ist er schon ein bisschen weitergekommen? Ja, da ist er ja schon. Ich glaube, den wird es auf jeden Fall erwischen. Ich denke mal nicht, dass er schnell genug wegkommt, um das zu überleben. Aber ja, immerhin hat er es dann geschafft. Er wird ja hochteleportiert. Er stirbt ja nicht, sondern wird nur hochteleportiert. Darf sich ausruhen in seinem Haierbettchen. Oh, der macht ja wirklich ständig Pause. Hoffentlich kommen wir jetzt aber dann langsam in Richtung auf der anderen Seite von dem Energiekristallflöz. So dass wir den abbauen können. Das wäre richtig praktisch. Ansonsten fange ich jetzt an, hier mich in die Richtung zu sprengen. Ja, sammelt hier oben schön ein. Alles leer soweit, ja. Und? Er ist sogar weggekommen. Ich glaub's ja nicht. Und was sehen wir hier? Energiekristallflöz. Ja, Energiekristallflöz. Ich weiß. Energiekristallflöz. Dich hier können wir schon mal wegsprengen. Energiekristallflöz. Dann machen wir das doch. Massiver Fels. Vielleicht kommen wir ja wirklich dahin. Dann kommen wir raus aus der Bredouille. Das wäre... Spiel fortsetzen, bitte. Was war das denn? Bist du schon voll aufgewertet? Und Ding, ja? Du? Bist schon Sprengmeister? Dann wirst du das hier. So, erstmal die Sicht wieder richtig drehen, dass man nicht so verwirrt ist die ganze Zeit. Massiver Fels. Aber das gibt's doch echt nicht, dass man hier nirgendwo Energiekristalle findet. Vorrangige Aufgaben. Habt ihr da oben denn schon weggeräumt? Jawohl, habt ihr schon. Und ihr tragt auch schon fleißig. Wunderbar. Es gibt ja nichts mehr zu tun hier, außer zu sprengen. Wo ist denn unser Sprengmeister, unser Kleiner? Du bildest dich aus, was ist mit dir? Du könntest, aber aus irgendeinem Grund... Bauhütte. Magst du nicht sprengen. Bauhütte. Okay, gut. Stromverbindung. Ich will doch nur ein paar Energiekristalle, Energiekristalle. Jep, aber wenn das so ist, dann warten wir halt. Ja, und hier kommt auch schon unser Sprengstoff. Einmal bitte abgelegt und weggelaufen. 5, 4, 3, 2, Energiekristallflöz. Kabum! Okay, weiter kommen wir nicht mehr. Aber du kannst es hier mal wegräumen. Und hier bitte einmal sprengen. Jetzt bin ich ja gespannt, was passiert. Energiekristallflöz. Genau, auf der anderen Seite ist Energiekristallflöz. Schauen wir mal, ob er den wegmacht. Wieso schaufelt ihr denn nicht? Dann geh doch da bitte wenigstens weg. Energiekristallflöz. Wenn du schon nicht schaufeln kannst, dann warten wir mal kurz, bis der nächste Sprengstoff... Bis der nächste Sprengstoff da ist. Was rede ich denn da? So, da kommt auch schon unser fleißiger Träger mit dem Sprengstoff. Und was wird passieren? 3, 2, 1. Was? Abraumgestein. So haben wir aber nicht gewettet. Okay. Abraumgestein. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass er wenigstens... Na, das ist ja ein Hohn. Was soll das denn? Dann lassen wir das mal schnell wegräumen und dann sprengen wir uns jetzt zu dem Auto. Jetzt ist aber gut hier. Wenn hier wir keine finden, dann finden wir halt keine. Bitte fallen lassen und wegräumen. Abraumgestein. Abraumgestein. Nein, nicht aufnehmen. Fallen lassen, wegräumen. Fallen lassen, wegräumen. Massiver Fels. Fallen lassen, wegräumen. So, haben wir es jetzt einmal. Ist mir auch egal. So.
Jetzt sprengen wir uns hier durch. Dynamit benutzen. Jawohl, Dynamit benutzen. Das ist es. Sprengen wir uns da durch und schauen, was passiert. Entweder wir haben dann gleich, ja, vorbei, oder wir finden noch ein paar Energiekristalle. Aber sonst wird es jetzt langsam echt eng hier, weil wo sollen wir denn sonst lang? Dass der Energiekristallflöz einfach verschwindet, das ist schon echt, das ist schon ärgerlich. Er ist komplett unmotiviert. Kannst wenigstens was essen. Ja, er macht es wahrscheinlich nicht, weil das Fahrzeug schon den Auftrag hat. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Aber dann kannst du schon mal mitkommen und hier vorlaufen. Weil hier werden wir hoffentlich bald ein bisschen was brauchen. Dich können wir immer noch nicht sprengen. Kann kein Dynamit benutzen. Können wir dich hier machen? Nee, geht auch nicht. Wäre eh wahrscheinlich kein Dynamit drin. Also, Dynamit. Energiekristall. Was rede ich denn da? Seid ihr alle aufgewertet? Nein, dann tut das doch mal. Aufwerten. Rock Raider. Du bist schon. Wo ist denn unser Dynamit? Ha, es ist gleich da. Sehr gut, sehr gut. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ob gleich die Höhle aufgeht. Lauf, lauf. Eine neue Höhle wurde entdeckt. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Dann sprengt mal hier. Bohrt mal hier. Sprengt mal hier. Bohrt mal hier. Jetzt muss hier ja irgendwo wenigstens ein bisschen was drin sein. Das geht ja so nicht. Erde. Dich können wir auch anbohren. Na, dann bohren wir an. Dann bohren wir. Hier gibt es auch Erde. Auch bitte anbohren. Kann nicht sein, dass wir hier nirgendwo Energiekristalle finden. Erst Abraumgestein, dann bohren. Okay. Ah, ein Energiekristall. Einer. Der wird jetzt unsere Probleme noch nicht lösen. Da wir ja vor allem auch so viel Bauaufträge haben. Energiekristall, Energiekristall. Oh. Ein Energiekristall wurde gefunden. Okay, okay. Einer, noch einer. Immerhin kommen hier ein paar. Noch vielleicht zwei Energiekristall. Ein Energiekristall Jawohl. Wurde gefunden. Ein Energiekristall Jawohl. Wurde gefunden. Massiver Oh, hier keiner, okay. Du kannst das hier anbohren. Na, komm, Ein komm. Ein Energiekristall wurde gefunden. So, bohrt mal hier ein bisschen rum. Dann können wir hier einmal sprengen. Was wurde hier gesprengt? Okay, da hat es wieder wen erwischt. Aber hey, sei es drum. Ein Energiekristall wurde gefunden. Ein Energiekristall wurde gefunden. Jawohl. So langsam, so langsam. Anscheinend können wir doch hier uns frei bewegen. Und erst wenn wir das Fahrzeug holen, haben wir auch abgeschlossen die Mission. Sehr gut. Du hast ein Geologiezentrum gebaut. Das Radar zeigt dir jetzt mehr Informationen über die Höhle an. Du kannst jetzt auch Rock Raider zu Geologen ausbilden. Ein Radar zeigt mir mehr an. Na dann lass doch mal gucken. Was zeigst du mir denn jetzt mehr an? Was dann Flöz ist, weiß ich auch. Okay, was auch immer. Wir sprengen und bohren erstmal alles weg hier, was es noch gibt. Und dann beenden wir die Quest. Stromverbindung. Jetzt haben wir so viele Energiekristalle. Wo sind die denn? Ah, Geologiezentrum. Natürlich. Ja, da sind die hin. Ah, hier können wir noch sprengen. Machen wir das doch mal. Ein Energiekristall.
Nicht? Bohr mal bitte hier. Massiver Fels. Ich bin neugierig. Energiekristalle. Und? Und? Abraumgestein. Oh, und wieder nur Erz. Wir haben so viel Erz. Yep, ich glaube, das war's gleich. Jetzt können wir dann wirklich gar nichts mehr anbohren. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Dann sammeln wir noch kurz alles ein. Und dann ist auch schon gut. Oh, wir haben ein Gebäude geschafft. Ja, aber dich schaffen wir wahrscheinlich auch noch. Aber du hast eine Aufrüstungswerkstatt gebaut. Du kannst jetzt Fahrzeuge aufrüsten und Rock Raidern zu Ingenieuren ausbilden. Ja. Fahrzeug verlassen. Fahrzeug beladen. Kann Fahrzeug nicht. Du hast eine Erzraffinerie gebaut. Erz wird jetzt zu Bausteinen verarbeitet, mit denen das Bauen viel schneller und leichter geht. Ah. Ja, theoretisch. Wenn wir Energie hätten. Jetzt haben wir alles gebaut, aber keine Energiekristalle, um zu versorgen. Haben wir was gefunden? Nein. Aber hier können wir noch einmal... Ah, hier können wir wieder nicht benutzen. Warum schaufelst du nicht? Dann ess doch was. Wenn du schon Pause machst... Ja, ich glaube, alles einsammeln müssen wir jetzt dann nicht mehr. Wir warten noch die letzte Sprengung ab. Und dann ist aber auch gut. Teleportplattform. Dann haben wir sehr viel gebaut, aber keine Energie. Hätten wir mal weniger gebaut. Aber ich dachte mir, wir haben so viel zum Abbauen, da klappt das bestimmt. Geologiezentrum. Aber anscheinend nicht. Dann warten wir mal kurz, bis er an seiner Bestimmung ist. Ja, da hat es auch unser Sprengmeister schon fast geschafft. Wir haben natürlich auch den schnellsten erwischt, ne? Kaum Leben, kaum Gesundheit. Okay, jetzt ist es eh vorbei mit ihm. Vielleicht noch ein Energiekristall? Okay. Dann würde ich sagen, wir lassen jetzt einen Fahrer holen. Fahrer holen. Müssen wahrscheinlich noch wen ausbilden. Aber wir können... Wo ist denn unser Fahrzeug, unser schnelles? Hier. Dich hier. Fahrzeug verlassen. Fallen lassen. Fahrzeug besetzen. Optionen. Jetzt nimmt er trotzdem erst das Erz mit. Oh, das ist ja zum Mäusemelken hier. Wenn wir den hochteleportieren, kriegen wir dann ein bisschen was wieder. Oh, das funktioniert also. Okay. Funktioniert das auch mit Gebäuden? Was brauchen wir denn nicht? Das Geologiezentrum. Lass mal schauen. Ah, guck mal. So könnten wir das natürlich machen. Mhm. Jetzt haben wir noch ein bisschen was übrig. Energiekristalle erst holen, ne? Erst holen, dann Erz holen. Jawohl. Das heißt, die müssten eigentlich jetzt alle jetzt gleich loslaufen. Ich weiß nicht, warum nicht, aber du holst jetzt mal den Energiekristall. Und du bitte auch einen. Auch einen Energiekristall. Haben wir immerhin noch Energie zum Schluss, bevor wir das jetzt gleich beenden. Wir haben schon Fahrer holen gedrückt. Das heißt, hoffentlich müsste bald der Fahrer kommen. Hoffentlich. Schauen wir mal. Jetzt gucken wir doch mal. Wo sind die denn hier alle mit den Energiekristallen? Komm schon, Energie. Ah, Energie. Sehr gut. Lauter neue Rock Raider. Können wir jetzt auch wieder... Gut, nee, dafür brauchen wir erst noch genug. Kraftwerk. Schon wieder keine Energie. Oh Gott, wie viel fressen die denn? Dass die immer gleich hier erschöpft sind. Wo dreckst du den denn hin? Hier ist das Kraftwerk. Wir haben sonst nichts zum Bauen.
Die haben immer noch nicht genug Energie. Kraftwerk. Ich weiß nicht, was er damit macht. Wo trägt er den jetzt hin? Ein Rätsel. Legt er ihn jetzt ab und nimmt ihn wieder mit. Oh, okay. Die Schlauesten sind sie wohl nicht. Aber wir können ja mal gucken. Dich brauchen wir nicht. Können wir dich deaktivieren? Kann Energie nicht ausschalten, weil du gar keine hast. Dich können wir auch nicht ausschalten. Aber gleich hoffentlich. Kann Energie nicht ausschalten. Immer noch nicht. Na, was ist denn da los? Er ist schon wieder verbraucht. Oh Gott, ist doch alles verflucht hier. Kann nicht bitte einfach einer... Kann Fahrer nicht holen. Können wir jetzt bitte einfach mal... Leute Energiekristalle mitnehmen. So, lass alles liegen, was du hast. Nimm einen Energiekristall. Hier unten genauso. Wo läufst du denn hin? Energiekristall. Mitnehmen, bitte. Bilde dich zum Fahrer aus. Schnell, bevor die Energie alle ist. Du machst das Gleiche. Das funktioniert ja alles super, super optimal. Vielleicht müssen wir doch einfach alle Gebäude wieder abreißen. Ich will doch nur den Fahrer und das Auto retten. Das geht doch nicht. Dann machen wir das jetzt so. Und fort mit dir. Und fort mit dir. Jetzt haben wir hoffentlich genug Energiekristalle. Das kann ja nicht sein hier. Ah, wir haben einen. Ja. 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 Wir hatten so schön viel geplant, aber anscheinend hat das Spiel gesagt, nee, so geht das nicht. So wollen wir das nicht. Stromverbindung. Stromverbindung. Ich glaube, wenn er jetzt einsteigt, dann ist wahrscheinlich gleich vorbei. Dann haben wir es geschafft. Kann man dich dann anbohren lassen. Kann ein Band nicht anbohren. Massiver Fels. Schau mal, was jetzt passiert, wenn der einsteigt. Fast geschafft, fast geschafft. Komm, lauf, lauf. Okay, nix. Dann bohrst du mal hier an. Ja, bohr mal hier an. Bohr mal die beiden weg, die wir eh nicht wegbauen können. Und dann fahren wir mit dir nach Hause. Schauen wir mal, wie viele Energiekristalle es hier noch so gibt. Komm, das schaffst du, das schaffst du. Ich glaube an dich. Hat er auch so eine Ladefläche? Kann er dann auch Erz mitnehmen eigentlich? Butler. Butler. Energie 100. Komm schon, wie lange braucht denn das? Das hätte ich mir schon schneller vorgestellt. Mir hier oben auch noch irgendwas zum Anbauen? Ne, ich glaube hier oben war alles weg. Aber hier gibt es noch eins. Wenn er das denn mal geschafft hat. Hey. Ja. 10 Energiekristalle. Ja, jetzt funktioniert es auf einmal. Und genau 200 Erz. Oh, ist das nicht schön. Jetzt könnten wir eigentlich auch einen kleinen Transporter holen. Der steht doch hier irgendwo. Stromverbindung. Stromverbindung. Dann einen Fahrer holen. Dann kann er ein bisschen helfen. Und er buddelt immer noch. Oh, ich glaub's ja nicht. Schauen wir mal, wann er jetzt fertig ist. Jetzt kann es ja nicht mehr lange dauern, hoffentlich. Ja, okay. Anscheinend, bis der das schafft, ist ja Weihnachten. Und nachdem alle noch vor Weihnachten zurück sein wollen, fahren wir den jetzt einfach mal zurück. Und hoffen, dass es dann die Aufgabe erfüllt. Aufhören. Kann er jetzt auch nicht mehr aufhören. Oh, können wir denn sagen, nicht anbohren. Ja, so funktioniert's. Jetzt bist du da und jetzt fahr bitte zurück. Zur Basis einmal.
Bewegt er sich jetzt? Ja, da kommt er ja. Ja, jetzt müsste es hoffentlich gehen. Zurück bei der Basis. Stromverbindung. Jawohl, da haben wir es geschafft. Mit 9 Energiekristallen, 236 Erz und hier liegt noch so viel rum. Ui. Schauen wir mal, was jetzt der Erfüllungsgrad ist. Du hast einen Fahrer ausgebildet und das Fahrzeug sichergestellt. Ausgesprochen gute Arbeit. Auftrag erfüllt. Nur 90%. Ja, wo sollen denn da noch mehr gewesen sein? Erz haben wir 100%. 99%. Ja, damit kann man leben. Da würde ich sagen, speichern wir das doch gleich mal. 4. Ja. Ja, passt. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Und in der nächsten Folge schauen wir uns... Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs, oder? Ein wenig frische Luft. Ein wenig frische Luft an. Da schauen wir mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.